Moin Moin und willkommen zurück zu Subnautica. So, wir stehen hier immer noch. Tag ist jetzt angebrochen, aber wirklich mehr sehen tun wir auch nicht, ne? Da geht's weiter, da geht's weiter. Hilfium, aua. So, ich lauf mal so in etwa dem Licht. Hier geht's nach unten. Okay, da gehen wir nicht runter. Also noch nicht. Vielleicht springen wir danach mal runter. Ganz unten war das Portal, aber glaube ich nicht. Habe ich mich jetzt verlaufen? Habe ich mich jetzt echt in 5 Metern verlaufen oder wie jetzt? Hier ist ein anderer Ausgang, ne? Also ja, verlaufen, aber. Hä? Kleine Hüpfliese, du. So, jetzt können wir es aus der Hand packen, glaube ich. So. Ja, hallo, guten Tag. Da geht es weiter hoch, aber wir gehen hier rein. Nein. Den oberen Weg. Portal! Okay. Dupi. Hier, schluck den Kristall. Ernsthaft. Ihr seid auch so eine Seuche hier. Na gut. Gehen wir mal durch, ne? Mal schauen, ob was passiert. Yeah! Hatten wir sowas schon mal gemacht? Ich kann mich nicht daran erinnern, ob wir das in der ersten Staffel schon mal hatten. Beam me up, Scotty. Okay, das war aber ein langer Teleportzyklus. Gut, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, auf einer Insel zu stehen. In einer Höhle. Mal weg. Also ist hier Insel mit Insel verbunden oder wie jetzt? Ich bin verwirrt. Aber das ist jetzt, glaube ich, die andere Insel, oder? Ja. Gut, hier sind wir auf der Insel, wo wir die Marmormelone geholt haben mit den 3 Basen. Okay. Boss. Die hatten wir schon. Warum können wir alles doppelt und dreifach scannen? Das nervt. So, Pilzkabbe. Gefleckter Kabber. Und Knochen brechen. Patsch. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ja, auf diese Insel wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, ne? Ich glaube, das ist immer so gewesen. 2 Portale sind fest miteinander verbunden. Da kann man nichts machen. So, wurden wir hier wieder ausgespuckt. Flatter, Fischvogel. Okay. Ich habe mal wieder keine Ahnung. Wo wir hier jetzt sind. Okay, da brechen wir uns auf jeden Fall die Knochen. Gehen wir mal hier hoch. Da ist das Basis. Ich erkenne hier nirgends den richtigen Weg. Oh, 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 oh. Oh, Glück gehabt. Wären wir da irgendwo an der Kante aufgeditscht, dann wären wir jetzt knochig, brüchig, totig. Hallo, Spiel. Okay. So, ich überlege die ganze Zeit, war hier draußen nicht noch ein Schlüssel, so ein violetter? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht mehr.
so ein bisschen im Gefühl, dass hier noch einer war, aber ich glaube, da täusche ich mich, ne? Da täusche ich mich. Haben wir noch einen im Inventar? Nee, wir haben leider auch keinen Schlüssel mehr dabei. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir... Höhle. Dass wir hier zwei Schlüssel gefunden haben. Da bin ich mir sehr sicher. Okay, zu 90%. Also 80% sicher bin ich da. Aber wo? Mhm. Genau. Also einen haben wir hier oben gefunden. War nicht noch einer hier in der Höhle irgendwo? Überlege ich gerade so. Mensch, warum steht denn das Spiel im Moment dauernd wieder? Doch, ich bin ziemlich sicher, dass es hier in der Höhle irgendwo noch einen Schlüssel gab. So ein Violetten Artefakt-Dingsbums-Key. Wir sind tot. Jetzt kommt es mir gerade so vor, als wäre der hier unten irgendwo gewesen. Da! Ja! Yeah. Aber hier unten gab es, glaube ich, nichts, womit wir mit dem Schlüssel was anfangen konnten, ne? Der lag hier einfach nur so rum, oder? Irgendwo. Magnetit. Jetzt habe ich mir die Form mal gemerkt. So, aber gehen wir jetzt, nee, wir fahren mit der Kalypso unten ins Becken rein, sonst würden wir den Schlüssel nämlich verbrauchen, um das Becken, also von dieser Basisseite aus das Becken freizuschalten und dann stehen wir vor dem anderen Tor wieder ohne Schlüssel. Welcome aboard, Captain. Das wäre ja auch nicht Sinn der Sache. Das wäre ja auch nicht Sinn der Sache. Mhm. Ja, so ein Becken würde ich gern bauen können. Also an eine Station ran. Dass man da... Genau, das Tor hätten wir nämlich jetzt freigeschaltet. Oder? Oder? Also auf jeden Fall so ein großes Becken hätte ich gern für die Basis, damit man auch tatsächlich damit der Nautilus drin anbocken kann, genau, andocken kann. Yeah, Kristall. Inventar voll. Nein. Tschüss. Hallo? Wie? Wo kann ich das denn nicht droppen? Weil ich das einfach besser finden würde, ne? Als dass sie immer draußen steht. Hätte auf jeden Fall was. Finde ich. Finde ich.
Yeah, noch ein Schlüssel. Dinger sind einfach im Weg hier. Das ist nicht schön. Nicht schön. Also hier war, glaube ich, die Teststation, die uns sagt, ob wir infiziert sind oder nicht. Ja, da ist sie. Schade. Aber es gab doch hier irgendwo ein Portal. Ja, nee, danke, heute nicht. Ich habe schon genug Blut verloren, als ich irgendwo runtergesprungen bin und von Krebsen angeknabbert wurde. Wo könnten jetzt dieses blöde Portal sein, Mensch? Wo könnte das Portal sein? Da geht's nirgends weiter. Von da kamen wir? Oder von da kamen wir? Da ist die Kalypse, also hier lang. Ja, so viel dazu. Hier ist das Portal und es ist bereits aktiv. Und wir können durchgehen. Wo kommen wir jetzt wohl hin? Gut, da bleibt ja eigentlich nur noch das Wärmekraftwerk, ne? Sonst haben wir ja keine Portale aktiviert. Oder? Oder? Ja. Und meine Güte, man steht auch direkt vor dem Ionenblock. Ich glaube, bis zu 9 Würfel können da rauskommen. Okay, da lag... Ich glaube, da lag der orange Schlüssel, oder? Nee, der blaue Schlüssel lag da. Yeah, Wärmekraftwerk. Gut, wieder hier zu sein, bringt uns nicht wirklich etwas, außer dass wir... Außer, dass wir wissen, dass wir jetzt hier hinkommen können. Dann muss ich irgendwann mal mit dem Krebsanzug tatsächlich hier reinspazieren. Also quasi durch die ganze Basis durchmarschieren. Um dann hierher zu kommen. So, und zurück. Ja, als Alien-Spezies muss ich ja sagen, also ich hätte ja einen zentralen Raum gebaut mit allen Portalen, die überall hinführen. Ne? Nicht, dass man auf eine Insel gehen muss, um eine andere Insel zu erreichen und dann in eine Basis rein, um eine andere Basis zu erreichen und dann wieder eine Basis und Basis. Ja. Aber, das ist, glaube ich, wegen dem Spiel so gemacht. Ne? So, haben wir das ja auch. Hoch. Was sagt der Platz? Der Platz ist am Platzen. Und es ist schon wieder dunkel draußen. Grrr. Ja. Ja. Ne? Ja. Gut. Ich werde jetzt hier die Folge beenden. Nein, das werde ich nicht. Ich sehe nämlich gerade, wir sind ja erst bei 13 Minuten. Ich dachte schon... Wir werden ewig weit. Ich weiß nicht warum. Ich dachte, wir hätten jetzt schon eine halbe Stunde oder sowas. Oh oh. Oh oh. Weil sonst wäre ich eben zurückgefahren, hätte das dann mit der Nautilus gemacht und getestet. Aber. Ja, weil es so dunkel ist, deswegen nervt mich das gerade ein bisschen. Das stört ja ein bisschen beim Erkunden, weil man nicht genug sieht, finde ich. Aber dann erkunden wir halt weiter. Langsam auf den Weg zurück machen. Was? Blubbi? Aber währenddessen versuchen hier weiter was zu finden. Okay, das Ding da ist auch schon leer. Aber dieses Wrack hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Kommt mir nicht bekannt vor. Kommt mir nicht bekannt vor. Gut,
Da scheinen wir den Eingang zu haben. Schneidender Brenner. Was sagt ein Futter? Da möchte ich natürlich... Nein. Da möchte ich natürlich jetzt nicht den Nährstoffblock aufbrauchen. Du gehst mal dahin. Nährstoffblock geht mal dahin. So, Happa Happa. Ich hoffe, hier immer ein bisschen was zu finden. So ein paar Kleinigkeiten. Also Nährstoffblöcke habe ich mich, ich erinnere mich daran, ja, bei der Aurora in der Gegend, da haben wir so viele Nährstoffblöcke gefunden. Da habe ich mich ja drüber geärgert, dass wir ständig Nährstoffblöcke finden. Aber inzwischen würde ich die tatsächlich ganz gut finden. Ne, weil die bringen ja, glaube ich, 75 Essen wieder. Und, hey! Nährstoffblock. Und, die sind ganz nützlich für die Nautilus zum Mitnehmen. Halt. Ach, jetzt steht das Spiel schon wieder. Hallo, Spiel. Spiel. Ah, okay. Datenterminal, Datenhotline. Geheime Fracht. Torpedoarm für den Krebsanzug. Yes! So, 1 von 2. Nehmen wir mal Schneidbrenner in der Hand. Der, oh, 2 von 2, würde ich mal sagen. Ah, nee, ist ein Krebsanzugfragment. Tschüss, tschüss, tschüss. So, der Schneidbrenner, der macht ja ein bisschen Licht. Deswegen nehme ich den. Weil ich gerade den... also die Seemaut ein bisschen störend finde. Nein, nein, und wir haben die Schubkanone nicht dabei. Nein, okay. Paddeln wir woanders lang. Was sagt Sauerstoff? 111. 111. So, Wasser. Lass das Wasser Wasser sein. Schon wieder etwas, was wir verpasst haben. Naja, verpasst haben wir es nicht. Wir haben es ja sozusagen. Da geht's auch nicht weiter. Scan, scan. Scan. Bezogenes Doppelbett. Haben wir das nicht? Okay. New Blueprint acquired. Bezogenes Doppelbett hatten wir nicht. Also das ist das Unbezogene, das hatten wir, und das ist das Bezogene. Okay. Ja, ganz wichtiger Bauplan. Ultra wichtig. So, hier können wir nichts weiter machen. Ja, tatsächlich vermute ich, dass wir hier mit der Schubkanone die Sachen wegpacken könnten, um da tiefer runterzukommen. Ist hier ein Schacht? Nee, ne? Mist. Mist, 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 Mist. Pong. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie anders Zugang finden. Ah, okay, das ist schon wieder dieses Wrackmodell, das wir schon mal hatten. Wo ich letzt sagte, ob wir das nicht schon erforscht hätten, dann fiel mir ein, dass halt das Modell war, dass es auch auf diesen fliegenden Steinen gab. Schwebenden Stein, fliegenden Stein, irgend sowas. Ne, da kommen wir nicht rein. Da sieht es auch gut aus. Also möglicherweise ist da ein Zugang. Ne? Da. Da, 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 da. Ja, da haben wir das zweite Fragment. Juhu! Mir jetzt nicht ganz so sicher, wie wichtig ein Torpedoarm für einen Krebsanzug ist. Aber nimmt man ja mit Freude mal mit, ne? So. Meine Güte, hier haben wir ein paar Baupläne gefunden. Wasser, 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 Wasser.
So, schlucken wir das Wasser. Lichtstab. Lichtstab haben wir aber. Nein, nein, Lichtstab haben wir. Na gut, ich scanne ihn. Okay. Dip, 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 dip. Oh. Bilderrahmen hatten wir den noch nicht. Ja, jetzt haben wir einen Bilderrahmen. Man kann ja Screenshots machen im Spiel. Ich vermute mal, da laufen dann die Screenshots schon lang. Ist jetzt mal so eine wilde Theorie von mir. Okay, soweit ist hier sonst nichts. Da kamen wir rein. Ich gucke immer nach, ob es hier noch so einen Luftschacht gibt, beziehungsweise ob man irgendwas aus dem Weg räumen könnte. Mit der Schubkanone. Schubkanone. Zip. Zip, zip. Ja. Ja, ja, ja. Hatte ich noch ganz, ganz, ganz still die Hoffnung, dass wir die Schubkanone im Frachtraum haben, aber nö. Einfach mal nö. Gut, wir haben hier den Bauplan gefunden für das Torpedosystem für den Krebsanzug. Das ist ja schon mal eine ganze Ecke wert. Aber ich will einfach mehr. Das genügt mir nicht. Nee, kein Platz mehr. Mist. Radioaktives Material. Reichlich radioaktives Material, aber kein Platz mehr. Ja, haben wir uns mal in eine Höhle verstrickt. War gar nicht meine Absicht. Hier viel radioaktives Zeug. Meine Güte. Da können wir aber mächtig viele Brennstäbe mitmachen. Leviathan? Nee. Achso, da ist das Wrack, wo wir gerade drin waren. Schutzanzug empfohlen bei Rettungs- bzw. Bergungsversuch. Mhm. Noch so ein schwarzer Raucher. Ich müsste ja eigentlich das Inventar mal entleeren, aber ich habe dann auch immer so den Drang, einfach weiterzumachen. Ah, lieber Tarn. Leviathan. Ey, ja, da ist blaues Pilzbiom. Mit Blitz All. Cool, haben wir das auch gefunden. Ich weiß nicht, ob es hier eine Höhle gab. Könnte sein, ne? Eine von diesen Ionenhöhlen. Ich weiß das nicht mehr. Dim, 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 dim. Bzz, 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 bzz. Einfach mal testweise. Aber die zeigen sich davon nicht beeindruckt. Gar nicht. Hier haben wir wieder Kartenrand. Es gibt ja auch noch diesen Abgrund, der einfach nur pechschwarz ist. Und am Boden sind ganz viele so Vulkanschlundlöcher. Falls ihr euch dran erinnert. Das Ding habe ich auch noch nicht gesehen hier. Schubkanone. Patsch, 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 patsch. Ja, also mir muss man nun ein U-Boot geben, ne? Und ich könnte ein ganzes Weltmeer entvölkern.
Ich stehe ja auch drauf, so Secrets zu finden, ne? Finde ich es noch viel zu wenig im Spiel hier. Die Karte ist auch irgendwie zu klein. Also ich hätte gerne eine Karte, die ist so, ja, 100-mal so groß wie das hier. Und einfach überall was versteckt. Irgendwelche kleinen Gimmicks, irgendwas Lustiges. Irgendwas Tolles, was Spannendes. Ich könnte auch, glaube ich, ein reines Entdeckungsspiel spielen. So ohne Bauen und so weiter. Obwohl, dann würde ich mich ärgern, dass ich nicht bauen kann, glaube ich. Beep, 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 patsch, beep, beep, beep. Mhm. Kreischi. Steht das Spiel wieder. Ich glaube, ich bin gerade einmal im Kreis gefahren. Schiebkanone. Gruselige Geräusche. Ganz viel Schrottteile. Okay, Schrottplatz gefunden. Ja, Knurri. Patsch. Barracuda. Ja, ich glaube, wir müssen gleich ins Territorium von ein paar Leviathanen kommen, die direkt um die Aurora herumschwimmen, ne? Deswegen liegt hier, glaube ich, auch so viel Titan. Also Titanschrott jetzt halt. Ja, da haben wir auch schon Leviathan. Sandboden passt dazu. Dass hier so viel Schrott liegt, passt dazu. Die Position müsste hinkommen. Ja, da ist die Aurora. Ja, knurr doch rum. Sie bieben. Hui. Ich glaube, eigentlich dürfte unser Boot doch gar nicht wackeln, wenn es hier am Beben ist, oder? Patsch, patsch, patsch. So, Pilzbiom. Ja, jetzt haben wir einen Großteil schon gefunden. Ionenhöhle 1 und 2, die sind relativ dicht beieinander. Achso, das ist wahrscheinlich auch zufallsgeneriert, ne, wo die sind, auf der Karte. Tiefenwrack. Tierproben orange. Also in diese Richtung ungefähr. Da müssten wir auch nochmal eine weitere Erkundung machen. Die werde ich jetzt aber nicht mehr dahinter hängen. Wir paddeln jetzt mal zurück zu unserer Basis. Ja, da. Und da werde ich erstmal entladen. So, und mich erstmal räuspern. Da werden wir erstmal entladen, den Kram, den wir haben. Und in der nächsten Folge werden wir dann, glaube ich, wirklich wieder mit der Lautilus, mit der Nautilus losziehen und uns auf der Suche nach dem Dings machen. Wie heißt es denn? Na, diese Seuchenstation, die ganz unten ist, wo wir wirklich nur an der Decke rumfahren konnten, sozusagen. Oh Gott, patsch, patsch, da wird's echt übel, glaube ich. Ne, also da schwimmt ja auch ein riesen Leviathan rum. Und der muss uns ja nur ein kleines Stückchen runterdrücken, dann sind wir Geschichte. Jetzt überlege ich gerade, ob man den Krebsanzug umrüsten sollte, dass er Sprungdüsen oder Greifhaken hat.
Lag hier schon immer im Wrack? Kann ich mich gerade nicht dran erinnern, aber wahrscheinlich ja. Dass wir zur Not, falls die Nautilus draufgehen sollte, dass wir dann mit dem Krebsanzug weiterkommen können, beziehungsweise nochmal zurückkommen können. Dann ist das natürlich ein langer, mühseliger Weg, aber man müsste nicht von vorne anfangen, mehr oder weniger. Weil wenn die Nautilus uns draufgeht, dann haben wir ja das Problem, dass... Ja, wir müssten die Nautilus neu bauen, wir müssten das ganze Interieur neu bauen. Das sind eine ganze Menge Ressourcensuche. Wir müssen ja im Grunde genommen nur die Daten zurückschaffen. So, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall Aufräumarbeiten machen. Und dann überlege ich, ob ich mit dem Krebsanzug nochmal eben diesen Ionenkristall abbaue. Weiß ich noch nicht. Wäre aber, glaube ich, hilfreich, wenn wir dann komplett ionisiert mehr oder weniger mit der Nautilus losfahren könnten. Und ja, nächste Folge auf jeden Fall, sofern ich nicht irgendwas ganz Spannendes finde, auf jeden Fall nächste Folge, machen wir uns auf den Weg zur solchen Station. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.